Liebe Freunde, ich bin hier in Heiligenstadt am Pfarrwirt bei Wien. Hier hat Beethoven gelebt, seine 9. Sinfonie komponiert. Und hier soll am 29. Oktober 2020 das Werk Text und Musik, die ich geschrieben habe, Maestro Mozart, ich bin Beethoven, stattfinden. Ich war mit dem Ideengeber Dr. Herbert Gröger und dem Veranstalter unten in dem sehr schönen Gewölbe, wo es stattfinden wird, habe meine Musik dort gespielt und ich bin ganz kribbelig und ich freue mich riesig auf die Uraufführung und ich hoffe, wir sehen uns dort. Bis dann. Auf dieser Karte aus der Beethovenzeit, die heute an diesem Ort angebracht ist, sehen wir Heiligenstadt im Norden Wiens, das damals außerhalb der Stadt lag. Wir sehen die Lage des Pfarrplatzes an der Kirche St. Jakob. Hier die Lage des Meiers am Pfarrplatz, wo er wohnte, als er die 9. Sinfonie komponierte. Hier war der Ausgangspunkt für seine ausgedehnten Spaziergänge. So mag er den Anwohnern erschienen sein, als er sich in die Natur und sozusagen auf die Jagd nach seinen Ideen gemacht hat. Eine Zeichnung von Johann Peter Lieser. 50 Meter entfernt, just auf der gegenüberliegenden Seite des Pfarrplatzes, liegt der Pfarrwirt, wo die Uraufführung von Maestro Mozart, Ich bin Beethoven, stattfinden soll. Hier in diesem beeindruckenden Gewölbe. Wir gingen an diesem Tag auch etwas weiter und stießen in 200 Meter Entfernung in der Probusgasse auf ein weiteres Wohnhaus Beethovens, das heute das Beethoven-Museum beherbergt. Hier schrieb der 32-Jährige das Heiligenstädter Testament. Ein erschütterndes Zeugnis über seine bereits weit fortgeschrittene Taubheit, das er seinen Brüdern anvertrauen wollte, aber nie absandte. Darin schreibt er, hätte ich vielleicht sagen sollen, schreit, ich bin taub! Die Taubheit war sicher eine meiner schmerzlichsten Wunden, doch ihrer wegen war ich gezwungen, tiefer in die Stille, vor der die meisten Menschen ihr Leben lang davonlaufen, hineinzuhören. Die Taubheit wandte mein Gehör noch tiefer nach innen. Was Schallwellen braucht, kann keine Idee sein. Aus Tränen werden Perlen. Dr. Gröger und ich entdeckten auf unserer Tour wiederum 200 Meter weiter dieses Haus, wo ein anderer Berühmter der Weltgeschichte wohnte, allerdings 100 Jahre später. Und wiederum, wenige Schritte weiter, Grinzinger Straße 64, auch hier wohnte Beethoven, der in seinem Leben angeblich genau 68 Mal umgezogen ist. Hier wohnt er mit dem Dichter Grillparzer, der 1827 die so ergreifende Grabrede für Beethoven verfasste. Die beiden hatten handfeste Pläne für eine zweite Oper Beethovens, zu dem Grillparzer das Libretto verfassen sollte, woraus aber nichts mehr wurde. Ein Höhepunkt dieses Tages war das Interview mit Dr. Gröger. Herr Dr. Gröger, Sie sind hier am Pfarrwirt in Heiligenstadt, am Ort des Geschehens, wo Beethoven gelebt hat, wo Ihre Idee eines fiktiven Treffens mit Mozart Gestalt annehmen wird am 29. Oktober dieses Jahres 2020. Wie fühlen Sie sich hier? Ja, das ist so eine Sache mit der Gefühlslage. Zunächst mal, wenn ich hier den Ort betrachte, empfinde ich ein Stückchen Glück, Freude und auch Faszination. Denn wir haben fast 4 Jahre lang an diesem Projekt gearbeitet, gemeinsam mit dem Komponisten Nikolaus Schapferl. Und es sind viele Ideen entwickelt worden. Und jetzt ist man an dem Ort, man ist an einen Punkt gekommen, wo man sagt, wir haben die Richtung gefunden und die Idee kommt zum Tragen. Und das berechtigt oder das ist sozusagen die Grundlage für mein Empfinden.